Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. So, nun stehen ein paar kleinere Dinge an. Wir können zuallererst mal unseren Charakter upgraden. Wir haben 2 verfügbare Attributspunkte und 3 Vorteilspunkte. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal Reflexe noch auf 10 bringen. Haben wir zumindest alle auf 10. Und dann die Attributspunkte ja mal schauen, wo wir die einsetzen würden oder werden. Rutschdistanz. Okay, das sieht eigentlich noch cool aus. Level 2 blockieren von gegnerischen Projektilen mit dem Schwert. Hier haben wir ziemlich viel schon freigeschaltet. Minus 5% erlittenen Schaden, wenn alle Cyberware-Slots im Integument-System und im Skelett belegt sind. Nehme ich einfach zur Vollständigkeit halber, wie auch das hier. Tech-Waffen lasse ich außen vor, wie schon mal oder oft gesagt. Schadensminderung ist auch ziemlich gut. Plus 20% Schuss auf Schadensminderung, wenn du aus der Deckung herausziehst, nehmen wir. Können wir ein bisschen unser Health ein bisschen mehr aufbauen. Und ich habe mich jetzt doch anders entschieden. Ich würde sagen, wir lernen hier das Journal noch ein bisschen. Und dazu würde ich, glaube ich, die zwei hier erstmal machen. Oder auch nicht. Nee, die lassen wir außen vor. Die machen wir am Schluss. Aber wir haben hier noch einen Auftrag mit Kirk, den ich auch eigentlich nicht machen wollte. Aber wir müssen das eigentlich hier machen, damit der hier weggeht. Small Man, Big Mouth. Sprich mit Kirk. Kirk hat dich angerufen, um dir einen Job anzubieten. Lass mich raten, diesmal wird alles glatt laufen. Kein Risiko, absolut sicher und leicht verdiente Eddies. Was könnte da schon schief gehen? Na, ich glaube da eher nicht dran. Aber auch bevor wir jetzt dahin gehen, haben wir hier ein paar Nachrichten. Takemura, hallo, wie Makako Okada, denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Nee. Dino da Vinci, du kannst übrigens jederzeit gerne vorbeikommen, der Club steht dir immer offen, wenn du einen Drink brauchst. Electric Orgasm kann man nicht übersehen. Muammar el Capitan Reyes, Fahrzeuge zu verkaufen. Habe ein zeitlich begrenztes Angebot für einen streng limitierten Quartz Bandit. War nicht so leicht, die ganzen toten Fliegen von den Fenstern zu kratzen. Aber jetzt ist der Wagen blitzblank. Habe ein Bild von der Schönheit auf Autofixer hochgeladen. Na los, schnapp sie dir, musst auch gar nicht Danke sagen. Wenn du schon immer davon geträumt hast, wie ein Rockstar zu leben, aber nicht mal weißt, wie viele Saiten eine Gitarre hat, dann habe ich genau das Richtige für dich, und zwar einen Porsche 911 Turbo Cabriolet 930. Genau, ein Cabrio mit extrem stylischer schwarz-gelber Lackierung. Und außerdem hat er noch einzigartige Folienkleber, die wahrscheinlich vom größten Samurai-Fan aller Zeiten designt wurden. Schlag gleich zu, lass dir diesen Wagen nicht entgehen. Der legendäre Rockerboy Johnny Silverhand würde ihn sich sofort schnappen. Auch das ist ein Auto, das beim neuen Update dazugekommen ist. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Encard Kundendienst.
Sehr geehrter Encard-Fahrgast, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die technischen Probleme mit Ihrem Encard City Pass behoben wurden. Sie haben jetzt wieder vollen Zugang zu allen Dienstleistungen von Encard. Als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten haben wir Ihrem Encard-Konto einen Werberabatt erteilt, sodass Sie alle Endkartinen bis zum Ende des Kalenderjahres kostenlos nutzen können. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir Sie bald wieder bei Endcard begrüßen dürfen. Vielen Dank für die Reise mit Endcard. Endcard Kundendienst. Sehr cool. Das ist eben die neue Metro. Regina Jones, Cyberpsycho Attacke, Seaside Coffee. Hört zu, wie an der Uferpromenade gibt es eine Schießerei. Wenn es ein Cyberpsycho-Problem ist, will ich das Problem lebendig haben. Ein beliebtes Café mit wunderschönem Ausblick aufs Meer. Um diese Zeit normalerweise sehr voll. Es erreichte dadurch Kultstatus, dass Saigon Sisters dort gedreht wurde und ist Dao Yuns Lieblingsrestaurant. Das arme Ding liegt seit einer allergischen Reaktion auf Tani im Koma. Egal, das Café ist jetzt auf jeden Fall für irgendeine spießige Hochzeitsfeier reserviert. Ein paar der Gäste waren schon da und das Brautpaar hat gerade für Fotos posiert, als es auf einmal losging. Irgendjemand hatte wohl triefige Einwände gegen die Trauung und wollte nicht schweigen. Akimura Bazaar Kanzaki Street, Chapentown kann man nicht verfehlen. Der Bazaar ist oben, ziemlich weit oben, also lohnt es sich, einen öffentlichen Aufzug zu nehmen. Davon gibt es zwei, glaube ich. Und der Fuchs schleicht sich in den Hühnerstall mit dem Schwanz zwischen den Zähnen. Mehr Code? Wie, was soll das? Das ist eine ernste Angelegenheit. Kommst du jetzt? Komm schon. Ich merke schon, Parabeln übersteigen die Intelligenz mancher Leute. Wechseln wir lieber das Thema. Okay. Nice. Encard. Kann man die im Inventar anschauen? Schade. Sieht nicht so aus. Naja, egal. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, mit der Metro zu fahren. Aber wir gehen jetzt zu Kirk und schauen uns mal seinen Auftrag an. Den er uns ja geben wollte, wo ich eigentlich keine Lust drauf hatte, weil er uns ja ganz am Anfang mal verarscht hat. Und ich glaube, das wird hier wieder passieren. Ich sehe schon, die Mod mit dem Verkehr bringt hier ziemlich viel Chaos hinein. Vielleicht nehme ich die dann doch lieber raus. Wieder zum Coyote Koyo. Hey, you. Sitting in the wrong spot. This isn't a bar? It is. But it's our bar. Get up. Let's take a walk. Hey, leave him alone, cabrones. Hey, got these assholes how to behave in my bar. You heard what Pepe said. Take a fucking walk. June, fuck off.
or I implant my blade in your ribs. Was fehlt uns jetzt hier? Really? Wonder what Mama Wells would say. What'd she do when she sees you two gonks fucking up her joint? My bets, she'd whip out her shotgun, blast your heads off. Hey, come on, Pedro. Not worth it. Don't work out. Yo, fuck you! Carajo! Fucking punk! So what just happened? Dasselbe, carajo. In a little trouble? Cleaned up now. God damn, sorry. I think I've had a little too much. Fuck, what a night. Why'd you help me? You would have caught a beating. Worse. This fucking town, these people, just here, minding my own business. If it weren't for you, I'd... Here, for your trouble. The rest, bartender got the rest. Oh, wow. Danke. Wäre nicht nötig gewesen, aber danke. Circling him like sharks on the scent of fresh corporal blood. Could have ended badly if you hadn't stepped in, Vic. Yeah, well, not all heroes wear capes. How about we drink to you, then? On the house. Ah. Won't say no to a free drink. To good fortune and prosperity. Long day? Could say that again. I'm on a double. No break. Working overtime to make an extra buck? Nah, just don't want to go home. 10 years married, you know? 10 years and suddenly I'm not good enough. No, she has to go get some side action. Anyhow, since you brought up money, you wouldn't be looking for a gig, would you be? Pay solid. Run me through it. It's about my wife, right? Name's Cynthia. She's cheating, damn sure of it. Only question is, who will? Could let it eat away at me, or I could get someone like you. Ain't no more than an evening's work. Sure she's cheating on you? Let's start with the fact that she always stays late after work. I know she's lying. Called her office one night, she wasn't even there. Besides that, well, we got a kid together, right? Doesn't even look like me. Different hair, different eyes, all of it. Used to be easy to check these things, but with today's tech, there is a way around every test now. Okay, die Vermutungen könnten schon dafür stehen. Why do you want to know who she's with? What's the point? What's the point? What kind of gunk question is that? Simple one. Answer it. I want to look him in the eyes. Ask him how it feels fucking some other guy's wife. Breaking up a happy marriage. Gonna have to keep tabs on your wife. Follow her around town. Where'd she be now? She works nearby. I'll give you the address. Knowing her, she'll be on a smoke break. Smokes like a goddamn tire fire. Like half this city. Wait. But today, she was wearing a pink jacket. And, she had a blue purse, I think. Colorful. Always like dressing up. Get a woman something nice for her birthday, anniversary. And what do you get in return? Ich verstehe dich schon gut. Okay, fine, I'm in. You're my hero, V. Means a lot to me. Okay, tagsüber, wir haben gerade 4 Uhr, das heißt, wir können den Auftrag für Kirk erstmal machen. Mal wieder Nacht haben. So, Kirk, lass mal sprechen. Let's get back to biz. Okay, change my mind. Let's do this. Knew you'd come around. You'll see, V, it's gonna be fucking raining eddies. Let's delta then. Send you the cords. See you there. Der ist sich so selbstsicher, dass alles gut laufen wird und verspricht uns alles, was er wahrscheinlich niemals versprechen kann. Begib dich zum Treffen mit Kirk.
seedy bars, betrayal, a beguiling woman. Sounds like something out of a pulpy noir thriller. Pepe was used to listening to his customers' complaints, but now it was he who needed to get something off his chest. It was the same old story, an unfaithful wife in a city where everything was uncertain. You got done? I'm trying to focus. Ja gut, okay, ich hab's falsch verstanden. Wir haben 4 Uhr am Nachmittag. Dann machen wir doch das. Erstmal. Es ist doch Nacht. Ist doch Nacht. Wo war's? Meter. Just get off the street. How long you know he was watching? Told her as soon as I found out. Oh, hey, hi Leute, tschüss. Die 700, doch nicht 42. Mischen wir uns halt doch kurz noch hier hinein. Holy shit. Alles gut, du lebst ja noch. Ups. Okay, er ist wieder doch tot. Schade. Todavía respira. Tengan cuidado. Schon stirb. Oh shit. Den hat's zerfetzt. Ich meine, wenn die hier schon einfach Leute umbringen. Ohne wirklichen Grund. Dann schreibe ich doch gerne mal ein. So.
Ja, moin! Greift er mich einfach mit einem Messer an. Ach ja, der Elektroschock. Finde ich nice. Okay, du bist ein netter. So haben wir's. Glaub's. Können wir ja jetzt endlich weitergehen? Da gibt's noch eine Waffe. Wer seid ihr? Valentinos, die sind nett zu uns. Okay. 600 Meter. Gut, wir müssen auf die andere Seite. Dann rufe ich kurz ein Auto. Komm schon, fahr doch hier hin. Junge, Junge. Ja, ist irgendwo auf der anderen Seite. Wahrscheinlich da vorne über die Brücke. I arrived on the scene, looking for the woman in the pink jacket. The woman. Nenn ich jetzt. Stop right there. Johnny, wir sind bei einem anderen Auftrag. Was soll das? Da hat's einfach was anderes. Hä? Rübergesprungen, wir machen doch erst diesen Auftrag jetzt hier einfach wirklich. Kann doch nicht sein, dass es immer wieder wechselt und wechselt. Sind wir auch gleich, aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.